Ich habe darum gekämpft. Ich habe darum gekämpft, dass alle vier Städten bleiben sollten. Und das ist mir aus der Hand geschlagen worden, als die Bundesregierung... Nein, ihr erwartet von mir, dass ich Erklärungen abgebe. Und ihr müsst wissen, wie brenzlig es um die ganze AG Weser steht. Und es... Hier sitzt unser Verderber, kein Retter. Und ich muss sagen, diese Glocke, er hat sie gehört, den Bayern schlagen. Ihr sollt mal morgens herkommen, wo wir anfangen. Und die wird jeden Morgen noch klingeln, auch wenn der Senat das nicht will. Und wir brauchen nicht nur Schiffe bauen, wie immer hier gesprochen wird. Wir werden schon in Bremen, werden hier ja schon Raketen gebaut. Da kennen wir den Herrn Koschnick und den ganzen Senat und den neuen Senat, wenn er nicht sorgt, dass hier Arbeitsplätze geschaffen werden, nach dem Mutschießen. Was hier noch steht, das ist eine Olympiamannschaft der AG Weser. Sie dürfen eins nicht vergessen, das sind die 2000 Arbeitsplätze. Das sind 5000 Arbeitsplätze, 3000 sind nämlich schon weg. Hier sind 5000 vernichtet worden. Am Sonntag ist Wahl. Und da haben wir die Macht, den Senat zum Teufel zu jagen. Wir haben es ja schon mal gemacht, Kollegen. Ich war lange Mitglied der SPD. Ich wollte mein Mitgliedsbuch erst in die Weser schmeißen, aber ich habe noch eine Mark 90 ausgegeben und eingeschickt. Herr Kollege Schmidt, der sagt eben so fix, hättet ihr uns ja wählen sollen. Sag mal, bin ich im Wald oder wo bin ich? Vom 21. Lebensjahr habe ich nichts anderes gewählt wie die SPD, Mensch. Was fällt euch eigentlich ein? Was? Hier sowas zu sagen? Ganz Bremen ist eine Hochburg der SPD. Und wer kommt hierher und sagt, wählt doch SPD? Ich habe, damit es vollständig ist, vorher noch die letzten Marken eingeklebt. Aber ich gebe dir hiermit mein Parteibuch zurück und lege meine Mandate nieder. In Bremen war der Wahlausgang insofern eine Überraschung, weil vor allem aufgrund der Werftenkrise mit Verlusten für die SPD gerechnet worden war. Hier Stellungnahmen aus der Hand. Am Freitag auf der AG Weser sind Sie noch beschimpft worden als Werftenkiller und Arbeiterverräter. Hat Ihnen das wehgetan? Haben Sie dann doch mit diesem Wahlerfolg gerechnet? Natürlich hat das wehgetan. Die Wunden sind noch da. Sie vernarben auch nicht so schnell. Aber bitte begreifen Sie, die Werftarbeiter sind verbittert. Sie haben Angst um ihren Arbeitsplatz, um ihre Familie. Das muss man doch sehen. Und natürlich habe ich das Wahlergebnis nicht erwartet. Ich war mir ganz sicher, wenn es anders ausgelaufen wäre, ich wäre der Wahlverlierer gewesen. Heute haben wir gemeinsam, die Sozialdemokraten, einen Vertrauensbeweis bekommen, dass ich sehen lassen kann, aber dass die Probleme nicht wegbringt. Die Probleme bleiben in diesem Land. Wir werden hart arbeiten müssen und brauchen dazu auch den Bund, um die Lösung zu erreichen.